Also wie hat denn dir der Film gefallen? Ja, mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich hatte jetzt nicht so große Erwartungen an den Film und ich muss sagen, die Erwartungen, also ich meine, der Film hat mir dann auch im Nachhinein sehr gut gefallen. Sehr gut. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Hat ja auch ein ernstes Thema gehabt. Und ich würde selber gerne mal reisen, von daher motiviert der Film auch ein. Voll gut, ja. Also wird die Vergangenheit sehr, sehr gut widergespiegelt. Ich mag eigentlich deutsche Filme nicht so, aber das hat mich überrascht. War witzig. Also ich glaube, der war sehr authentisch, hat wirklich gut die Zeit widergespiegelt und am besten hat mir die Musik gefallen, die Filmmusik. Und natürlich Amerika. Ja. Auch so diese Zeitabschnitte, die Jungs denn durchlebt haben, da in Amerika, also diese verschiedene, die Konversation zwischen den beiden. Konversation zwischen den beiden und dann auch diese Hin- und Herreisenden durch verschiedene Staaten auf ganz unterschiedlichen Wegen. Und was hat mich inspiriert? Du, erstens mal natürlich die Geschichte, also weil ich es einfach ganz toll fand, so einen Culture Clash zu erzählen, also aus dem Kommunismus raus in den Kapitalismus. Und bei mir persönlich ist es so, dass ich komme zwar aus München, ne, aber wir hatten unheimlich viele Verwandte in der damaligen DDR. So musste ich als Kind, also mindestens 2-3 Mal im Jahr praktisch, musste tatsächlich, weil ich als Kind da erstmal noch nicht so richtig Bock hatte, in die DDR reisen. Und das war immer so, wie wenn man auf so einen ganz anderen Planeten kommt. Also da hat es ganz anders gerochen, da war das Licht anders, alles war irgendwie anders. Und es war dann auch immer ganz schlimm, wenn man dann als Kind mit seinen Cousinen und Cousins, den Tag verbracht hat oder die Tage verbracht hat und dann wieder gehen durfte und die mussten bleiben. Also man hat es immer ganz doll gespürt, dass die eigentlich auch gerne mal die Welt sehen wollten und die mussten einfach bleiben. Und eben dieses Gefangensein in so einem Land, ne, bei allen Vor- und Nachteilen der Systeme, ne, war das eigentlich das Größte, habe ich immer so als Kind zumindest gespürt, dass das so schlimm ist. Und dann geht ja diese Geschichte eben um diesen Aufbruch, sobald es geht, von Ost nach West. Und ich persönlich dann noch, ne, war unheimlich Amerika-affin, habe da auch lange in Los Angeles gelebt und so kam das irgendwie so alles zusammen. Na, erstmal ist es so gewesen, dass Tom Zickler ist eher ein Ausgeh-Buddy von mir gewesen. Ich bin mit dem immer abends ausgegangen, aber wir hatten zu dem Zeitpunkt gar nicht vor, diesen Film zu machen. Und er hat mir dann beim Ausgehen immer andauernd von seiner Lebensgeschichte erzählt. Er hat mir immer diese Story erzählt und wollte die mir quasi immer andrehen. Und ich habe ihm immer gesagt, Tom, bloß weil du 1990 durch die USA gefahren bist, ist das kein Film. Das ist sozusagen, der kann ja jeder, der irgendwann mal nach einem Mauerfall oder nach irgendwas, also ich meine, da gibt es einfach wahnsinnig viele Geschichten. Dann habe ich ihm immer gesagt, dass ich keine Lust habe, diese Geschichte zu machen, auch weil ich das Gefühl hatte, dass ich als jemand, der nun wirklich gar nicht im Osten sozialisiert ist, damit nichts anfangen kann, dass ich diese Geschichte auch gar nicht schreiben kann. Und so ging es immer ewig. Wir waren immer ewig aus und dann hat er auf mich eingeredet und ich habe immer Nein gesagt. Und irgendwann mal meinte er hat... ich weiß es nicht, 3 oder 4 CDs mit einem Interview drauf. Und das ist das Interview, wo der Regisseur Markus Goller vorhin davon erzählt hat, dass ihm Tom Zickler diese Geschichte erzählt hat. Und diese 4 CDs hat er mir irgendwann mal gegeben und hat gesagt, okay, du kannst mir absagen, aber davor musst du diese 4 CDs angehört haben. So, und dann bin ich irgendwann mal verkatert, morgens dachte ich, ich habe keine Ahnung, ich habe eh keinen Bock zu arbeiten, dann könnte ich heute vielleicht einfach diese 4 CDs anhören, dann habe ich das auch mal so hinter mich gebracht und habe mir eine Badewanne eingelassen und damals sozusagen hat man das tatsächlich noch mit so CD-Playern gehört und dann fing ich an, diese CD zu hören und ich glaube, ich habe es ungefähr 10 Minuten geschafft und dann bin ich da rausgerannt und habe die erste Szene geschrieben, weil der große Unterschied zu der Geschichte, die sonst jeder erzählt ist, ist das, was ihm tatsächlich dort passiert ist. Und alles, was in dem Film passiert, ist, also ich konnte noch nicht mal alle Geschichten, die passiert sind, in diesem Film reinbringen, weil ein paar Geschichten so krass sind, dass man sie nie geglaubt hätte. Und jetzt schon ist es so an der Grenze, dass man sagt, diese Geschichten kann man gar nicht glauben. Aber da gibt es tatsächlich noch 2 mehr, wo man sagt, Alter, das geht wirklich gar nicht. Und ich musste eher Geschichten rausnehmen. Und diese ganzen Dinge, die dem dort passiert sind, dass sie Mauersteine, gefälschte Mauersteine verkauft haben, um die Reise zu finanzieren, dass sie gestrippt haben um eine Zahn-OP, das ist alles wahr. Und als ich es gehört habe, dachte ich, doch, es stimmt, man sollte diesen Film erzählen. Und dann habe ich ihn angerufen an dem Abend und meinte, okay, Tom, ich habe meine Meinung geändert, ich mache den Film. Dann habe ich es geschrieben. Ich kannte Markus zu dem Zeitpunkt.
Zeitpunkt noch gar nicht, weil der in Amerika gelebt hat und ich war in Berlin. Ehrlich gesagt war es so, dass ich es geschrieben habe, indem ich immer tagsüber geschrieben habe und dann habe ich und dann gab es diese eine Sache, nämlich, dass ich ja nicht im Osten groß geworden bin. Und dann habe ich mich praktisch jeden Abend mit Tom in einem Restaurant getroffen und wir haben dort gegessen und getrunken und habe ihn alles gefragt, was ich während dem Tag an Fragen hatte und er hat mir die alle beantwortet und dann habe ich am nächsten Tag sozusagen diese ganzen beantworteten Fragen wieder reingearbeitet und habe ihn dann wieder, was weiß ich, zwei Tage später wieder im Restaurant getroffen, dann haben wir uns wieder irgendwie betrunken und ich habe ihn gefragt und dann habe ich ihn alles ausgequetscht und dann bin ich am nächsten Tag wieder hin und habe dann weitergeschrieben. Und so ging dieser Schreibprozess vorwärts, dass ich mir auf der einen Seite sozusagen aus seinen CDs die richtigen Geschichten rausgewählt habe und dann immer abgeglichen habe mit dem, was tatsächlich seine Haltung dazu war, wie er das damals gesehen hat, wie sein Verhältnis zu dem Fight in dem Film ist, wie sein Verhältnis zu der Zoe war und so weiter und wie das dazu gekommen ist. Genau. Ein bisschen lehrreich und hat mir Spaß gemacht. Und was sagst du? Ich kann mich schlecht selbst filmen, aber ich fand es grundsätzlich echt gut. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch ein paar neue Dinge gelernt und war sehr informativ. Okay, also war das sozusagen die Verbindung von also Filmfest und praktischer Tätigkeit, die sozusagen hat euch schon was gebracht? Ich muss dazu sagen, dass mein Vater Fotograf ist und deswegen ich mal sozusagen in Richtung Film mal was machen wollte, um mal zu gucken. Und deswegen war es interessant. Ich fand ihn super, ich fand ihn sehr interessant und sehr informativ, hat Spaß gemacht. Working for the fam, here's a couple stacks.